ja vorhin schon mal angesprochen, dass es eine kleine Besonderheit bei unseren Schlagschnüren gibt. Und das zeige ich euch jetzt, was es damit auf sich hat. So, ich nehme jetzt unser Zeus Universal Leader. Der große Vorteil hier dran ist, das können wir spleißen und nachher unsere Hauptschnur, in dem Fall eine 55 S-Line, anknoten. Und dann haben wir einen sehr kleinen Knoten, fangen weniger Dreck und läuft viel besser durch die Ringe. Aber ich zeige euch das jetzt mal, dann könnt ihr euch das viel besser vorstellen. Ich nehme jetzt ein Stück so von, naja, so 30 cm, gehe dann da mit der Nadel rein, denn da liegt der Clou der ganzen Sache drin. Denn unser Zeus Universal Leader und unser Frontzone Leader ist innen hohl und so können wir ohne Probleme eine herkömmliche Body-Nadel einführen und wie ihr jetzt seht, so lang hochschieben. Ungefähr so nach ja, so 10, 12 cm lasse ich die Nadel austreten, stecke oben jetzt das Ende des Universal Leaders rein und schiebe jetzt das Leader drüber in den inneren Kern einmal rein. Jetzt tritt es hier am Ende raus. Und wenn er jetzt mal guckt, jetzt ziehe ich das hier runter und habe hier ein absolut kleines Öhr. Jetzt nehme ich mal meine Hauptschnur, gehe mit der jetzt in dieses kleine Öhr rein. Jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen nacharbeiten, nochmal hochschieben und das Öhr hier oben richtig klein machen. So. Und jetzt kann ich das schon mal so ein bisschen festziehen. Jetzt haben wir auf der linken Seite das eine Ende und auf der rechten Seite würde es jetzt zur Rute gehen. Jetzt lege ich die Hauptschnur parallel zum Leader. Einmal hinten rum drüber, nach vorne rum wieder hoch und gehe jetzt hier einfach immer wieder durch diese entstandene Schlaufe. So, fünfmal, das sollte reichen. Jetzt ziehe ich das langsam fest, aber noch nicht zu dolle, denn wir wollen es ja noch hochschieben. Jetzt ziehe ich das bis hier hoch und jetzt geht's los. Jetzt ziehe ich das fest, aber richtig fest. Sollte man eigentlich nicht machen. Jeder Zahnarzt wird jetzt die Krise kriegen. So, ihr seht, es ist ein sehr kleiner Knoten. Hier oben, das obere Ende, kann ich fast bündig abschneiden. Denn die Wicklungen gehen ja immer wieder durch dieses Öhr. Und selbst wenn der eine sich jetzt löst, habe ich immer noch vier weitere Wicklungen, die den Knoten halten. Und ihr seht es einfach beim nächsten Mal beim Auslegen, dass dieser Bippus ein bisschen länger ist. Da schneidet er einfach ab, bindet das neu und es geht weiter. Am anderen Ende schiebe ich jetzt das Leader ein bisschen hoch, schneide hier das Ende ab und ziehe dieses in diesen Hohlraum der Schnur rein und das war's. That's it. Ich kann euch mal die Knotengröße zeigen von einem herkömmlichen Knoten und dann seht ihr einfach die Vorteile schwarz auf weiß. Für die Karpfenangler unter euch war das nichts Neues und für alle anderen probiert es einfach mal aus. Es sieht schwerer aus als es ist. Ein, zwei Mal gemacht, dann geht es eigentlich relativ gut von der Hand. Der Knoten ermöglicht euch aber ein problemloses Auslegen. Der Knoten läuft gut durch die Ringe, fängt weniger Dreck. Und sollte die Schnur doch mal über die Steine laufen oder der Fisch in Hindernisse reingeht, seid ihr aber auf der sicheren Seite durch den Schlagschnur.